Der erste Redner kommt von der NEOS. Es ist der Sozialsprecher Gerald Loacker. Sehr geehrter Herr Bundesminister, hohes Haus. Die Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse ist ein sehr komplexes Gebilde. Und heute kommt wieder eine Novelle zur Abstimmung, die im Wesentlichen so zustande kommt, wie solche BUAG-Novellen immer zustande kommen, durch eine Sozialpartnereinigung. Und die Sozialpartner machen das dann immer so, die einigen sich eigentlich auf ein Paket zulasten Dritter. Die Arbeitgeber zahlen den Arbeitnehmern mehr und geben die Kosten natürlich an die Kunden weiter. Das ist bei der Bauwirtschaft zu einem ganz großen Teil der Steuerzahler, weil die öffentliche Hand viel baut. Aber das sind natürlich auch die kleinen Wohnungs- und Häuselbauer genauso, die diese weitergegebenen Kosten tragen. Im Übrigen, werden die Redner nach mir erklären, es gibt keine Mehrkosten, weil das finanziert sich alles von selbst. Tatsächlich ist es so, dass sowohl die Stellungnahme des Rechnungshofes wie auch die des Finanzministeriums darauf hinweist, dass der Republik sehr wohl finanzielle Mehrbelastungen entstehen durch die Novelle. Problematisch ist ein weiterer Aspekt, nämlich ein Ausbau der österreichischen Frühpensionitis. Künftig können Bauarbeiter unter Voraussetzungen, unter zugegebenermaßen strengen Voraussetzungen, aber unter Voraussetzungen, statt wie bisher mit 58,5 schon mit 58 ins Überbrückungsgeld gehen. Und jetzt werden natürlich viele von Ihnen sagen, ja klar, man kann einem Bauarbeiter auch nicht zumuten, bis 65 zu arbeiten. Das ist richtig, aber die Frage ist, welches Signal man sendet. Man sendet nämlich den 40-Jährigen, den 45-Jährigen das Signal, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht wechseln sollen in einen Beruf, der körperlich weniger belastend ist, weil sie sich dadurch 7 Arbeitsjahre mehr einkaufen. 65 statt 58. Und dann wird sich einer überlegen, dann bleibe ich halt im gesundheitlich belastenden Beruf, weil ich dann früher in den Ruhestand treten kann. Es ist also ein negativer Arbeitsanreiz, der hier gesetzt wird. Und dann muss man schon auch eines sehen, ja, Bauarbeiter arbeiten schwer, aber auch Berufsgruppen in anderen Berufen, die nicht der Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse unterliegen, arbeiten auch zum Teil unter körperlich schweren Belastungen und haben diese Möglichkeiten nicht. Es wird also eine Ungleichbehandlung geschaffen zwischen Menschen, die schwer arbeiten und in der BUAG versichert sind, und Menschen, die schwer arbeiten und in einer anderen Versicherung versichert sind. Und das ist unbefriedigend, das ist nicht schön. Man hat über viele Jahre die BUAG herausgelöst aus dem Sozialversicherungssystem und ein Reich eigener Art geschaffen, in dem sich bestimmt wenige so gut auskennen wie Sozialausschussobmann Muchitsch, der dafür seine Klientel eine sehr gute Arbeit macht und dessen Gewerkschaftsmitglieder sich von ihm sehr gut vertreten fühlen dürfen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man hat eine Sonderlösung getroffen für eine ganz bestimmte Gruppe und das gilt eben nicht für alle gleich und ist deswegen ungerecht und wir können daher dieses Ergebnis in dieser Form leider nicht mittragen. Einen Ausbau der Frühpensionitis fürchtet Gerald Loacker von den NEOS. Die Novelle würde das Pensionsantrittsalter von BauarbeiterInnen weiter nach vorne schieben. Dieses Privileg hätten andere Berufsgruppen, die ebenfalls schwere körperliche Arbeit leisten würden, nicht.